Und damit Hallihallöchen hier auf der Steppenbach mit dem Wiesel. Ja, guten Abend. Mit dem Karlszwerg. Ja, guten Abend. Und ein und jede Menge gequälten Gängen. Auf jeden Fall. Ach ja. Karl quält da oben den Fendt ein bisschen. Ja, der liegt nur bei 2270 Umdrehungen. Habe ich bei mir gerade. Warte, 3 Zahl. Also. Zwischen 2260 und 2270. Ja, rennt der rum. 260 ist meine höchste Drehzahl, also da kommt dann nichts mehr. Okay. Ach ja. Mit mehr Drehzahl kommt auch was. Das ist in dem so richtig. Ja. Allerdings geht der Verbrauch auch nach Gut und Böse. Naja, das ist dementsprechend richtig. Ja. Aber ist nun mal klar, ne? Realistik und so. Richtig. Dann ist das nun mal so. Damit müssen wir halt leben. Und ich meine, richtig. So möchte der sein. Ich meine, Realismus soll schon. So auch sein, wie es ist, genau. Aber hier geht wenigstens mal was. Und nicht, dass der im vierten Gang rumhängt, der ist volle Power und da kommt nichts. Ja, vierte Gang ist ja noch halb so wild. Die Gruppe ist halt entscheidend. Ja, oder ja, die Gruppe halt, ja. Oh, gleich auf mit Daniel. Yeah. Hochschalten! Hochschalten und du hörst an Drehzahl. Oh. Ja. Wie er abstürmt. Ja. Also das ist auf jeden Fall kein Dauerzustand für die Maschine. Nein. Aber mit dem, was wir da vorhaben, ist es ja auch kein Dauerzustand. Richtig. Fahren die direkt auf den Weg. Ja, alles gut. Versuche gerade zu wenden. Das Gestrüpp habe ich auch weggemacht. Ja, ich sehe es. Sehr schön. Hier mal ordentlich ordentlich bewegen kann. Genau. Also deinen Schreihals, den höre ich bis hierher, wo ich gerade bin. Also den hörst du richtig da. Ja, dritte Gang ist hart. Ja. 15.000 Touren. Okay. Bei mir ist er gerade bei 22.000. Ne, 2260. Ne, was jetzt? Ja, genau. Ja, die Verbrauch. Die irgendwie nicht sehen. Verbrauch. 0 Liter im Moment. Wow. Okay. Also irgendwie. 80% Last. Okay. Die Sämaschine, die will auch nehmen, also? Ja, die sagt sie, oh, es ist. Nee. Heute ist Wochenende, ich hab keinen Bock. Nee, jetzt auch nicht gereiht. Also, den einen Streifen, da bin ich jetzt zweimal gefahren. Okay. Nicht gut. Den Streifen will sie wieder. Hm. Naja, sie hat auch ihren eigenen Kopf. Oh ja. Eigensinnig.
frag nicht wie eigentlich. Also die schrägen Streifen hier unten hat die nicht gerne. Ach ja, ich verliere die Bodenhaftung. Oh. Nicht so toll. Blum, 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 blum. Von etwa. Recht jetzt, ich muss hier rauf und runter sehen. Ja. Ei. Oh, es kommt ein TeamSpeak-User in den Test. Wer mag das wohl sein? Keine Ahnung. Toll. User was moved to your channel. Oh. User was moved out of your channel. Hä? Hä? Ente, was machst du? Move den zu uns runter. Und move wieder zurück. Hä? Nee, einmal mit Profis. Dinge, die ich nicht verstehen muss. Nein, nein. Die musst nicht nur du für nicht verstehen, wir müssen die alle nicht verstehen, oder? Ah. Also ich hätte Ende Gemeinde wollt zu uns. Hatebreaker. Chris heißt du. Okay. Keine Ahnung, was die da oben wieder treiben, aber. Ja, auch nicht. Es kann nur ungesund sein. Was sie tun. Boah, wir haben schon wieder 20 Uhr gleich. Boah, ist doch nicht der Ernst, oder? Mhm. Nein, nein. Hast du lange geschlafen? Hast du lange im Heubohle gelegen? Ja, ja, sowieso. Wofür ist das Wochenende denn sonst da? Zum Schlafen? Sie besitzen dieses Feld nicht. Ja, halt die Schnauze. Ja, ja. Also wieso, ich fahre lange Bahnen. Dann lässt er hier und da irgendwas aus. Okay. Jetzt bin ich übermorgen noch dran. Ja, ja. Ist besser so, würde ich sagen. Ja. Lange Bahn fahren. Effektiver. Weil das ist effektiver, genau. Dun, dun, dun. Wird zwar nicht schön anzusehen sein beim Ernten, aber. Hey! Passiert. Genau. Ich wüsste aber auch gern warum, weil das ist ja eine Standard-Sämaschine. Eigentlich ja. Okay, Standardfeld. Und das ist wohl an dem richtig. Ja.
komisch, dass der dann wirklich überall was auslöst. Ey. Kann ich. Ganz komisch. Was wie Bugger im Feld. Das kann natürlich sein, ja. Bucklige. Oh ja, das hier wird auch eine richtig schöne Bahn. Oh ja, ich sehe es. Er wird ja schon wieder dunkel. Ja. Das sieht, heißt, aber, sieht aber gerade schick aus, alle mit voller Arbeitsbeleuchtung. Oh ja. So muss das. Damit ich dem Wiesel nicht so uns ausschrei. Ja, geht schon. Im Moment geht's. Und jetzt? Ja, jetzt ist das wieder was anderes, ja. Ah, ich sehe schon, ich muss hinter der Hecke sowieso rauf und runter fahren. Wenn er mit der Neigung zusammenhängt. Aber dafür lasse ich euch beide da erstmal machen. Irgendwas läuft hier falsch. Was denn nur? Voll Einschlag. Aber meine Bodenhaftung kommt langsam wieder. Das ist toll. Ja, ne? Das freut uns. Also, ich verstehe das nicht mit dem Kartoffelleger gerade. Also da werde ich früher oder später Unterstützung brauchen. Oh, ich freue mich gerade auf die 83. Von hier unten ja. Hoch Richtung Omis Hütte. Dürfte ich hier den ersten Streifen schon machen? Kannst du. Oder ich probier's zumindest. Nee, ja. Da kommt der Daniel rückwärts. Ja, boah, jetzt habe ich keinen Bodenkontakt.
Okay. Oder nicht viel, sagen wir so. Karl, machst du noch die eine Reihe? Machst du noch die eine Reihe dann? Oder ist noch. Ist eigentlich bloß noch eine Reihe? Oder zwei. Oder eine halbe. Sieht gerade so aus, da steht einer und kommt nicht vorwärts. Ich habe keinen Gang drin. Also ich warte, bis das Stückchen da auch gegrubbert ist gerade. Keine Probleme mit Anfahren. Da bleibt halb übrig. Naja, auch nicht schlecht. Guck dich mal an. Hub mal. Schön, dass der MB so drehzahlfreudig ist. Ja, wir sind fertig mit dem Feld. Sehr schön. Auf geht's zum nächsten. Eine kleine Pause, was? Oder Pause. Achso. Och, das noch. Ja, okay. Was? Oh, 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 oh. Hier wird's eng.
Gut, da ich nicht weiß, wie das Feld jetzt geschnitten ist, ich nehme es einfach mal so. Was soll's. Du besitzt dieses Feld nicht, genau. Genau. Ja, da war ja ein Feld, da war es mittendrin zwei Stellen oder drei, ne? Ja, ich bin jetzt gerade am Rand und da meckert er schon. Oh, und Daniel. Ja. Ja, meine Lieben, ja. Dies war es auch schon wieder für diese Folge Schlepperquellen. Nur exklusiv auf dem Kanal von Wiesel. Genau. Schaut gerne in die Videobeschreibung und lasst eine Bewertung da. Hüptelödendöden und damit würde ich auch mal abgeben an die anderen beiden. Jo, also ich habe eigentlich nichts mehr zuzusetzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs dabei sein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid in der nächsten Folge. Jo, und sagt dann auch mal ciao, ciao. Bis demnächst. Ja, gut. Und Karl ist, glaube ich, nicht da. Also von daher, ja. Ja. Tschüss.